Ja, hallo liebe Schachfreunde, hallo Ferenc, habe ich mal deinen Einleitungssatz geklaut, weil wir machen heiter weiter in den interessantesten und spannendsten, bekanntesten Partien der Schachgeschichte. Und da darf natürlich eine Person nicht fehlen und das ist Bobby Fischer. Das ist jetzt die zweite Fischer-Partie, die wir uns in dem Rahmen anschauen. In dem Fall eine Partie aus den US-Meisterschaften von 1963-64. Bobby Fischer mit Schwarz gegen Robert Byrne. Und es ist, ich glaube, die zweite Partie, die die beiden spielen. Oder war die erste Partie, die wir uns angeschaut haben, gegen seinen Bruder? Gegen seinen Bruder gewesen, genau. Okay, also sozusagen die erste Partie in dem Rahmen. Und wir haben die Perspektive schon so aufgestellt. Also Fischer mit Schwarz. Und wir klicken uns da jetzt durch, oder Ferenc? Ja, genau, lass uns einfach mal anfangen. Alles klar. Genau, D4, Springer F6, C4. Und Bobby wieder in seinem Lieblingsaufbau. Gut, jetzt muss man eins vielleicht ganz kurz dazu sagen. Er weiß, geht es ein bisschen ruhiger an, also will fianchettieren, macht so eine Fianchetto-Variante. Und offensichtlich hat Fischer jetzt keine Lust, sich auf Königsindisch einzustellen. Und also wo er normalerweise den Bauern nach D6 stellt und entscheidet sich hier für einen anderen Aufbau und im Prinzip wieder so eine Art grünfeldindischen Aufbau mit C6, D5, was zu einer recht symmetrischen Stellung führt. Also da hat er ein bisschen seinen Plan geändert. Das sei ganz erwähnt. Genau. Genau, wir sehen quasi, die C-Bauern gehen vom Brett, die C-Linie geht auf, dafür ist Zentrumsbauern noch intakt. Nichts Dramatisches bisher passiert. Kurze Rochade, Springer G2. Auch der Weiße möchte jetzt demnächst rochieren. Entwicklungszüge, also wirklich alles noch ganz normal. Kurze Rochade von Weiß, B6. Ja, den finde ich schon so zum ersten so ein bisschen bemerkenswert, weil ja, der Fischer hat sich halt überlegt, was macht er eigentlich mit seinem Läufer auf C8? Ja, wahrscheinlich jetzt auch, also das haben wir uns in der Kasparow-Partie ja angeschaut, so finde ich so ein ähnliches Motiv jetzt vielleicht zu sagen, auf die, also auf A6 auszuweichen vielleicht Genau, und ja, die richtig. Diagonale zu nehmen, kann man sich immer mal überlegen. Interessant ist eigentlich, dass die Partie jetzt schon fast halb rum ist. So vom. Ja, genau, weil die ja nicht so lange geht, weil die ist, glaube ich, nur 22 Züge oder so. Da hast recht, ja. Genau, 21 Züge und das finde ich schon sehr spannend, weil wenn man sich das jetzt gerade anschaut, dann denkt man sich, ach ja, könnten auch 90 Züge werden. Aber die Hälfte ist rum. Und da kommen wir jetzt dann auch schon sehr bald zu sehr interessanten Zügen und da klicken wir uns durch. Also soweit nochmal was relativ Standard, B3 und was wir angesprochen haben, eben Läufer A6, Läufer A3. Weiß macht es dem im Prinzip nach, ne? Stellt Genau, auch sein also Läufer. gleiches Motiv, wobei hier könnte man schon sagen, also da entsteht natürlich schon noch ein Problem. Also nehmen wir mal an, Weiß kriegt noch einen zweiten Angreifer auf E7, dann wird es schon interessant. Aber wird direkt verteidigt, Turm E8. Genau. Damit E2, die Türme werden verbunden. Und jetzt haben wir die erste Markierung im System. Ich nehme an, unsere Zuschauer dürfen mal anhalten. Ja, ihr dürft überlegen, gibt es hier irgendwie eine dynamische Idee? Was könnte man jetzt eigentlich machen mit Schwarz? Man will jetzt nicht unbedingt Remis spielen. Also Remis ist sowieso nicht im Sinne von Fischer gewesen. Ich glaube, in seiner ganzen Karriere Ja, nicht. ich glaube, er hat keine einzige. Ich glaube, er hat jedes Spiel gespielt, um zu gewinnen. Wollte man ja grundsätzlich auch ins Schach herangehen. Ne? Also bei ihm war es aber vielleicht nochmal so ein bisschen besonders. Na gut, im Prinzip Kasparow wollte auch, also jeder will gewinnen, das ist ganz klar. Ne? Man sollte natürlich trotzdem einigermaßen fair, also man sollte fair bleiben. Ne? Aber man braucht natürlich auch den Siegeswillen, ne? Man braucht den Biss, auch eine Partie gewinnen zu wollen. Ne? Und jetzt steht man hier so halb symmetrisch und denkt sich so, naja, ich will ja die Partie gewinnen, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und da trifft er eine super Entscheidung, die ich jetzt auch auflösen werde. Er macht jetzt hier was Dynamisches, verändert im Prinzip komplett den Charakter der Stellung, der Struktur und spielt hier E7, E5, genau. Genau, und das bricht natürlich, also das bricht natürlich alle Linien auf. Also, weil ich meine, was soll Weiß machen? Eigentlich, ja, Weiß muss schlagen, so gesehen. Weil es ist ja noch schlechter, wenn die E-Linie aufgeht. Ja, oder man muss auch überlegen, Raum zu gewinnen, E5, E4 vorbeizuziehen. Das wäre die zweite.
Option, die man dann auch noch rein theoretisch hätte. Ja, stimmt. Ja, also selbst wenn man, wenn sich Schwarz dazu entscheidet, nicht zu schlagen, wäre E5, also E4 in vielerlei Hinsicht extrem gut. Auch weil der, also der weißfeldrige Läufer von Weiß, der ist dann natürlich auch total nutzlos Genau, genau. nach E4. Von dem her kommt, wie es kommen muss. D schlägt E, also E5. Und Springer schlägt E5. So, falls sich jemand gefragt haben sollte, Turm F1 kam jetzt, warum hängt eigentlich der Bauer auf D5 nicht? Das ist relativ schnell beantwortet. Was macht bitte nochmal den Zug, führt bitte nochmal den Zug, Springer schlägt E5 aus. Springer schlägt D5, funktioniert hier nicht, weil einfach Springer schlägt D5 kommt. Und ja, sagen wir mal, Läufer schlägt D5. Okay, jetzt gibt es was noch viel Schlimmeres. Springer F3 Schach gibt es ja noch. Also man gewinnt hier sogar die Damen. Sehe ich jetzt gerade, das ist noch viel stärker. Genau. Und falls die Dame auf D5 nehmen, oder die Dame darf auch nicht auf D5 nehmen, weil der Springer auf E2 hängt. Ne? Also hier. Das funktioniert auch nicht. Genau. Ja. Genau, und jetzt hat Weiß natürlich jetzt, ich meine, okay, man könnte die Dame jetzt nehmen, oder? Man könnte die Dame vom Genau, Brett dann hast du bringen. am Ende trotzdem noch eine Figur mehr, ne? Wenn du dann durchziehst. Wir nehmen Ach so, einfach richtig, so. ja, richtig, wir nehmen den und ist wahrscheinlich eigentlich egal, weil Nee, wir 1. nehmen lieber mit dem A-Turm. Dann ist der nicht mehr in Gefahr. Aber es ist im Prinzip auch egal, ja. Genau. Also Schwarz hat hier eine Figur mehr und gewinnt. Und das. Ach so, wegen, ja, wegen, genau. Genau, was ich jetzt eigentlich, was worauf wir hinaus wollten, sind, Schwarz hat noch drei Leichtfiguren, wohingegen Weiß halt nur noch zwei hat. Genau. Genau, Weil. deswegen an der Stelle Vom nach FD1. Springer E5, Turm FD1 und es wird beantwortet mit Springer D3. So. Ist auch gedeckt und das ist natürlich jetzt schon ein Wahnsinnsspringer da oben, gell? Ja. Der spielt auch eine interessante Rolle. Machen wir bitte noch den nächsten Zug von Weiß und dann sind unsere Zuschauer dran. Genau, Dame C2. Und ja, ihr seid gefragt, was macht Robert James Fischer hier mit Schwarz. Hintergrund von dem Zug Dame C2, also die Intention ist, Weiß möchte gerne, wenn er nochmal dran wäre, würde er gerne Turm schlägt D3 spielen, Läufer schlägt D3, Dame schlägt D3, würde quasi zwei Figuren für den Turm gewinnen. Das wäre natürlich super. Ne? Also das muss so oder so verhindert werden. Aber was macht er jetzt? Ja, das ist natürlich auch, also klassischer Angriffszug, auch ein typischer Fischerzug, eigentlich meiner Meinung nach und Wahnsinn halt auch, dass das funktioniert. Lösen wir auf, oder? Genau, lösen wir auf. Mit Springer schlägt F2. Und ich meine, Bin ich raus? muss er ja auch. Jawohl. Und es folgt natürlich jetzt ein Springerschach und er entscheidet sich für das auf G4. Ist natürlich auch, also das auf E4, das wird natürlich einfach mehrfach rausgeschlagen. Und Genau. Ungünstig, ja. jetzt sieht man natürlich schon, dass diese Linie, also dass diese halboffene Linie richtig stark ist. Ja, der Läufer auf G7 spielt auch mit. Und vor allen Dingen, es geht jetzt halt auch gleich weiter. Ne? Der Springer schlägt auf E3. Genau, Und also hier haben wir eine schöne Gabel, Turm und Dame. so, und jetzt aber nochmal eine sehr interessante Situation. Ich hab schon angehalten, weil es nochmal einen schönen Zug gibt an der Stelle. Hier mit Schwarz spielen. Wie würdet ihr hier fortsetzen? Hängt nicht am Material, sage ich gerne. Seid nicht verfressen. Genau. Unser zweiter Slogan ist eigentlich immer IM Langheinrich, hänge nicht am Material. Friss nicht, was du zwangsläufig fressen kannst, sondern schau dich um, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Weil was hier funktioniert, ich löse jetzt auf mit dem Zug der Partie, ist Springer schlägt G2. Und Sehr, warum sehr. funktioniert es? Wir sehen das jetzt auch. Also König schlägt G2. Und dann. Und öffnet er nochmal eine Diagonale. Ne? Jetzt öffnet sich komplett die Diagonale A8, H1 und Schwarz halt hat noch halt, Schwarz hat halt noch den weißfeldrigen Läufer und das wird jetzt hier zum Riesenproblem für Weiß. Genau. Also auch so ein ganz ruhiger Zug, so D4, weil das, was eigentlich viel schlimmer ist, ist das, was jetzt folgt, nämlich Läufer B7 Schach. Und ja,
Da. Oh, genau, das war jetzt aber auch schon einfach der letzte Zug der Partie. Dame D7. Eine Sache oder zwei, drei Sachen müssten wir noch klären. Und zwar, Thomas, mal bitte noch nach Läufer B7 Schach müssten wir Mal noch eine klären. Sekunde, irgendwas. Ach so, okay. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Genau. Was müssen wir noch klären? Wenn E1 gegangen wäre, was darauf eigentlich folgt. Also statt König F1, wenn Weiß König G1 spielen würde. Genau. Weil jetzt würde Löffel schlägt D4 folgen. Dame schlägt D4. Und ganz wichtig, Turm E1 Schach. Ablenkung. Ablenkung, genau, Ablenkung des zu verteidigenden Turms. Auch dazu gibt es schon ein Video von uns. Und dann, ich meine, ist die Situation klar. Dame D4. Genau. Dann wisst ihr jetzt auch, was auf König G1 gekommen wäre. Und dann vielleicht noch mal kurz zum Ende der Partie nach Dame D7 könnte man ja denken, okay, das ist vielleicht ein bisschen früh die Aufgabe. Ich hatte dir auch einen Text dazu reingeschrieben. Am besten wäre, wenn du den zum Besten geben könntest. Ach so, Denn genau. der Fischer kommentiert quasi seine eigene Partie mit den Worten "A bitter disappointment. I'd hoped for Queen F2." Genau, das können wir auch einmal zeigen, ne? Also dass Dame F2 jetzt kommt. Queen H3. Ah, Queen F3 Check, ja. King H1, G1, sorry. Und Rook E1, Check. Genau. Das ist richtig, richtig schön. Turm schlägt D1. Und jetzt kommt Löffel schlägt D4. Lenkt, Löffel schlägt D4. Und lenkt die Dame ab, weil wir wollen im nächsten Dame G2 Matt spielen. With Also mate follow nochmal. shortly, also tendenziell die Dame hierhin Und Dame G2 Matt. und Dame G2 matt, ja. Ja, das ist Also. natürlich, jetzt sind wir. Da war er enttäuscht, ne? Dass das der Gegner sich nicht hat noch zeigen lassen. Ja, schade. Ja, aber tendenziell auch, also nicht zu früh. Die Aufgabe auch rein positionell, materiell gesehen, auch was die Königssicherheit angeht, halt unangenehm. Also selbst wenn er das Matt an der Stelle vielleicht noch nicht gesehen hat, finde ich, ist die Aufgabe völlig in Ordnung. So. Wahnsinnspartie auch. Also Bobby Fischer wirklich einer der größten Spieler der Schachgeschichte. Ja, also ich finde auch immer, man muss ein bisschen das Persönliche von dem Schach trennen, die eine Person gespielt hat, weil es ja schon eine sehr kontroverse Persönlichkeit, Bobby Fischer. Aber auf jeden Fall waren es Spiele, die er uns geboten hat in seiner Karriere. Genau. Ja, das war's an der Stelle, oder? Genau. Dann macht's gut, viel Freude und viel Erfolg am Viel Schachbrett, wenn Erfolg ihr. am Brett und bis bald. Jo.